Alter, Road Rage. Hatten wir auch schon lange nicht mehr reingezogen. Oh shit, das sieht nice aus. Crazy People, okay, das ist nice. Ich liebe Road Rages, wenn da noch crazy People mit am Start sind. Okay, pass auf. Die eskalieren immer so extrem, ja? Was aber auf der Straße passiert, ist nice. Okay, let's go. Alter, what the fuck? Was macht der denn? Ey, der ist auf einer Autobahn. Was denn bei dem passiert? Holy shit. What the hell? This is not your lane. That's the lane. Nice. Wieder ein Grund dafür, warum ich mich gegen Motorräder entscheiden würde. This lane goes that way. This lane goes that way. You're in the wrong lane. No, I'm not. You were in the wrong lane. Das stimmt aber wirklich. Ich glaube, der Motorradfahrer hatte recht gehabt. Weil das andere war der Kreisverkehr und das, wo der hinfahren wollte, war einfach geradeaus. Und sie zieht ihn dort einfach komplett weg. Nice. Hey, what the heck? He ran the light. Ja, aber wer so ehrenlos überholt, Real Talk, muss ich ganz ehrlich sagen, der gehört auch einfach geklatscht, Junge. Oh! Okay, der überholt aber auch einfach entspannt. Junge, er überholt einfach erst rechts, dann links. Was ist los bei dem Motorradfahrer? Was? Junge! Alter, Motorradfahrer ist ein richtiger... Junge, der haut ihn einfach den Spiegel kaputt, obwohl er genauso dumm überholt hat. Der haut ihn einfach den Spiegel kaputt, aber der ist auch so schon... Der sieht auch so schon relativ komisch aus, der Spiegel. Also ich weiß nicht, ob das normal ist in Amerika, ob die Spiegel so dran haben. Also für mich persönlich ergibt es aber keinen Sinn. Oh, Stoppi! Stoppi! Junge, den hat es völlig in Verlängerung gezogen. Nice! Alter, der hat es völlig hingehauen. Warte mal ganz kurz. Guckt euch das an. Er bleibt stehen und wie er hinfliegt einfach. Nice. Oh, shit. Shit. Lol, er ist einfach Geisterfahrer. You're on the wrong side. You're on the wrong side of the road. Er ist einfach Geisterfahrer, Leute. Das ist ein Deutscher. Nice, auch geil. Most call white because white. Alter, was? Ja moin, der kann doch nicht einfach anhalten. Okay, das ist aber auch gerade ganz komisch. Das ist ganz, ganz komisch. Das geht auch nicht. Junge, what the fuck? Er hält halt einfach an. Junge, Junge, Junge. Ach, der wollte nach links fahren? Hey, gab's da eine Straße nach links? Ach, Leute, der wollte nach links fahren. Ja, stimmt, der hat nach links geblinkt. Ja, da sind die Motorradfahrer dran schuld. Bestimmt genauso ein Rambo, der jetzt auch einen Spiegel wieder kaputt machen will. Can I get an apology for that, please? I didn't see you at all. That's a straight lane, not a left lane. Oh, es ist so cringe. Ich finde Motorradfahrer... Leute, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde Motorradfahrer so cringe einfach. Weil die denken so, die sind die Herrscher der Straße einfach. Das sind die, die alles können. Alter, das fuckt einen so ab, wirklich. Ich meine, man kann Motorrad fahren, ist ja alles schön und gut, aber es ist so dumm, dass sie sich aufführen, als wären die so die Gesetzeshüter oder sonst irgendwas auf der Straße. Als wäre das die Polizei. Junge, das fuckt ab. Das fuckt wirklich ab. What's your name? Was mit Mochi? Ja, keine Ahnung. Ich schaue tatsächlich Mochi nicht wirklich.
Toll. Ey, was macht der? Hey, lol, es ist einfach rot. Und die fahren einfach, was? Ach nee, die winken durch. Also ich wollte gerade sagen. Ach, weil der Typ, der da rechts rausziehen wollte, den hat's glaube ich übel erwischt. Oh, fuck, car turned over. Oh shit! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Junge, ich glaube, ich wäre gestorben auf dem Motorrad. Ich hätte noch nicht mal den Aufprall gebraucht, um zu sterben. Einfach am Schrecken wäre ich gestorben. Holy shit. Alter, imagine, du fährst die Kurve und da kommt einfach ein Fahrer dagegen. Alter. Alter. Alter, holy. Junge. Mein lieber Herr Gesangsverein. Nothing can go wrong, right? In der Kurve ist was. Ach, da steht jetzt bestimmt ein Auto. Irgendwo. Oh. Was? Was ist mit ihm los? I don't believe that. Man, I just barely saved the bike from crashing. I mean, why the hell was he completely... Leute, seid ihr schon mal in einem Unfall verwickelt worden? Einzelnen Chat, wenn ja, zwei, wenn nein. War ich schon mal in einem Unfall verwickelt? Ich glaube tatsächlich nicht. Es ist nur mal... Alter, das war auch krass auf jeden Fall. Ich habe nur mal, ja, wie erste Hilfe geleistet, sage ich mal. Das habe ich schon gemacht. Da ist ein Auto einfach, ohne zu bremsen, auf ein anderes Auto, auf ein parkendes Auto reingefahren. So seitlich. Junge, völlig reingescherbelt. Das hat übel geknallt. So, da war ich gerade mit Mopeds unterwegs und wollte ins Freibad. Und kurz vorm Freibad war das so. Da standen Autos und da ist sie voll dagegen gefahren. Und da, die hatte wie so einen kleinen Schock und hatte halt Schmerzen am Brustbereich so, weil natürlich jetzt übel hin und her gehauen. Aber es wurde irgendwie kein Airbag ausgelöst, war ganz komisch. Und haben auch schnell, also ich habe nicht den Notarzt gerufen, das war jemand anderes, aber ich bin dann dorthin und habe dir halt rausgeholfen. Und erstmal so geguckt, ob alles okay ist. Aber da war ich auch, wie alt war ich da? 16? Ja, nee, da war ich 17 oder 18 war ich da. In my lane. No full chain, mein Beileid, Bruder. Mein Beileid. Oh, shit. Alter, hätte auch schief gehen können, ne? Let's see here. Oh, here we go. Camera too. Yeah, good. Slow down. Oh, nice. Sowas feier ich. Wenn es irgendwelche Gespräche gibt und ich hau den gleich paar aufs Maul. Nice. Why are you driving fast over here? First gear? I don't go 10 bis 15 mph miles per hour leaving my neighborhood. You liar, we got you on camera. First gear. Slow down, yeah, first dude, gear, please. Yeah. First gear, yeah. No, don't say please. No. First gear. You can come over to my house if you want, we can all have a chat. Let's talk right here. Why are you speeding? There's kids here, dude. I grew up in this neighborhood and no, I really, okay, yeah. Da kennt sich aus. They can stay in the driveway. Is the street, neighborhood, dude. Is the street a playground? It's a neighborhood. Yeah, I know. Slow down. What it is. I know what it is. This isn't a playground. Slow down. This ain't a playground. Hey, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Hey, what's your problem? Was passiert denn gerade? Toni, grüß dich, Bruder. Verstehe ich gerade nicht ganz.
weit. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also keine Ahnung, weil letztendlich sind Motorradfahrer auch diejenigen, die sich zwischen solchen engen Strecken auch zwischen den Autos durchhangeln, sage ich mal. Bedeutet, die machen da nichts anderes als das Auto, was gerade eben auf der gleichen Strecke mit dem Motorrad fährt. Ist natürlich asozial, aber ist genauso asozial von Motorradfahrern, zum Beispiel durch solche Schlangen einfach durchzufahren. Hey, dürfen... Was? Das dürfen sie? Alright. Okay, also Motorradfahrer, die dürfen einfach so da durchfahren, okay. Ja, deswegen dürfen die Autos sie noch lange nicht abdrängen. Okay, krass. Ich wusste nicht, dass man das darf. Ich dachte persönlich, das machen die einfach nur, weil die schneller durchkommen. Und nicht, weil sie es dürfen. Okay, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Aber man lernt gerne noch mit dazu, ne? Alter. You've got to stop! Jesus Christ! Alter. You could have killed me there! You got a stop sign! Übertreib halt, Junge. Du bist mit 10 km um die Kurve gefahren, als ob der dich jetzt deswegen tötet. Jesus Christ! Holy shit. Hey, bin ich's moin. Road Rage, guck mal gerade an. Oh, der kommt immer weiter. Nee, oh ja. Oi. Junge, ich verstehe. Oh, wait. Ey, ich verstehe das nicht, ne? Ich verstehe das nicht, wenn man schon sieht, dass ein Autofahrer nach links gehen möchte, also nach links fahren möchte, und du hast als Motorradfahrer keine Chance. Dann gehe ich doch nicht mit einem, oder fahre ich doch nicht mit dem Motorrad trotzdem neben dem Auto. Ist der geistig komplett zurückgeblieben? Natürlich, der Autofahrer komplett lost, macht man nicht, und es ist auch falsch, und der wäre dran schuld. Aber der Motorradfahrer komplett fahrlässig, Alter. Wie der mit seinem Leben umgeht, absolut nicht verständlich. Ja, der fährt übel nah hinter dem, Alter, ohne Scheiß. Das regt mich schon wieder auf, weil der ganz genau sieht, dass der Typ scheinbar ein geistiges Problem hat. Holy moly. Er ist so dumm. Ja, nee, das ist dumm. Sorry, also ich weiß nicht, ich glaube, ich finde sogar den Motorradfahrer dümmer als den Autofahrer. Auch wenn der Autofahrer natürlich absolutes Risiko eingegangen ist damit und absolut dumm ist, aber ich finde, der Motorradfahrer absolut lost. Ja, begibt sich mit Absicht in Gefahr, weil der wusste, dass der Autofahrer so dumm ist, und dann haut er dir noch einen Spiegel ab. Ja, das ist einfach, weißt du, da denke ich mir auch so, das sind halt so einfach die Chefs der Straße, die denken einfach, die wären krass. Warum macht er das? Okay, äußerst lost. Warum macht er das?